Hi Leute, herzlich willkommen, zu einer neuen Folge hier auf der Mining and Construction. Ja, wir hatten es ja schon angekündigt im Hof Bergmann Projekt, dass wir hier wieder einsteigen wollen mit dem Füßi zusammen. Hallo. So. Und jetzt geht's hier weiter. Wir sind auf der aktuellsten und neuesten Version, nämlich die V09. Und ja, wollen uns jetzt hier nochmal ein bisschen was gönnen. Es gibt einiges Neues. Das Ganze läuft jetzt auf dem Dedicated Server. Das Ganze ist Platinum, also 1.5.1 ready. Das Ganze ist Season Mod ready. Ihr seht, wir haben den Season Mod drauf. Wir pflanzen natürlich nichts an. Von daher ist das für uns uninteressant fürs Berg, für den Bergbau. Aber wo es interessant wird, ist halt, na, dass wir auch mal ein bisschen Schnee haben und sowas. Darum geht es ja. Genau. Einfach der Ansicht halber. Wir haben eine große Ironmine dazu gekriegt. Wir haben theoretisch auch ein Weinhaus, wenn es uns mal packt, ne? Und wir genug vom Stein und sämtlichen Sachen haben. Aber im Großen und Ganzen sind halt ein paar Sachen dazugekommen. Wie gesagt, oben rechts, die Nummer 8, ist halt eine riesengroße Ironmine, die ziemlich cool ist, wo wir noch einiges an Produktionsstätten auch haben. Und ja, ansonsten wurde auf der Karte halt auch einiges verbessert und verändert. Das müssen wir dazu sagen, es hat sogar der Kevin vom Mod Company mitgeholfen. Ja, genau, der steht da mit den Credits da. Genau, was wir jetzt aber machen, ist erstmal wieder bei den Basics starten. Wir machen nicht da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sondern wir fangen wieder bei Null an, wegen eben der neuen Version und weil wir wieder mal reinschauen wollten. Und ihr könnt uns ja auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Erstens, was gibt es noch für coole Mods, die wir hier mit draufnehmen können? Wir haben noch nicht allzu viel drauf. Wir werden auch ganz klein anfangen. Also jetzt hier mit den Traktoren werden wir uns versuchen, ein bisschen hochzuarbeiten. 134.000 haben wir auf der Kante. Das kommt daher, dass wir das Stadtequipment, wie zum Beispiel den Mähdrescher und so weiter, die Sachen, die wir nicht brauchen, verkauft haben. Das Geld behalten wir auch erstmal. Und werden jetzt mal schauen, dass wir nach und nach den Mod-Ordner noch ein bisschen voller kriegen. Füsi hatte noch so ein cooles Bagger-Pack, das funktioniert leider nicht. Nee. Ja, das konnte man nicht nehmen. Und ein Volvo-Pack haben wir noch. Was jetzt noch drauf kommt, das haben wir noch nicht getestet, aber da hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert. Und was wir hier noch haben, ist so ein wunderschöner DDR-1-Achs-3-Seitenkipper. Und der bietet sich doch auf jeden Fall an. Der bietet sich doch auf jeden Fall an. Hier als Stadtequipment. So. Wir haben ein paar coole, wir können ja ganz kurz mal den Mod-Ordner durchgehen. Wir haben ein paar coole LKWs noch drauf. Und zwar, schauen wir mal rein in die Mods. LKW-technisch haben wir ein cooles Pack drauf. Und zwar das NLD Farmers. Die Twin Star sind da drinnen. Die sehen auf jeden Fall cool aus, denke ich, passen auch ganz gut auf die Map. Ja. Du hast sogar einen Deutz-Fahr Dächer draufgenommen als Mod. Ja, weiß ich. Einfach nur damit wir ihn haben. Ein Deutz-Drescher. Ein Ja, Drescher. ja. Alter. Jetzt zeigst du ihn ja gerade, ne? Ja, leck mich. Ja, Kipper haben wir noch nicht so die große Auswahl. Wir haben das IT-Runner Pack drauf, haben hier den 1x3-Seitenkipper und haben den Gröger. Da kommt, wie gesagt, der Volvo noch dazu. Das 4DPW-Pack haben wir drauf. Wollen wir mal schauen, was wir damit anfangen können. Weil da sind auch sehr schöne LKWs dabei. Aber ich weiß, müssen wir mal gucken, was wir mit anfangen können. Überladewagen, ja, das sind halt die vom Platinum mit drauf, ne? Platinum. Weiß gar nicht, was noch mit drauf ist. Modtechnisch. Das war es ja nicht so im Großen und Ganzen. Normalerweise hatten wir noch ein ganzes Pack mit Baggern und Treckern von Fortschritt, aber wie Ivano schon sagte, die funktionieren nicht. Und wir hatten ein komplettes Volvo-Pack. Und ja, ich hatte da was vom Cat gefunden, aber beim Hochladen hat er gesagt, korrupte Datei. Ja. Und ja. Fortuna Pack haben wir noch drauf. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das Kotte Pack haben wir drauf. Ja, also die Standardsachen sind halt alle drauf. Genau, ein Mod-Schneidwerk und ja, das Farming-Template, solche Sachen halt, Gearbox, bla bla bla. So, für einige, es gibt natürlich immer, muss man dazu sagen, Sympathisanten und Antisympathisanten, was diese Mining und Construction betrifft. Wir haben es schon mal gesagt. Wir wissen, dass das nichts mit LS zu tun hat. Wir wissen auch, dass das nichts mit dem Landwirtschaft-Aspekt zu tun hat, wofür das Spiel ausgelegt ist. Aber das ist uns eigentlich völlig gleich, denn wir wollen das hier gerne testen. Und Chines und der LS liefern halt eine super Plattform dafür. Es gibt keine richtig geilen
Bergbau- oder Mining-Simulatoren, muss man dazu sagen, wenn es nämlich gäbe, würde man die spielen. Die gibt es aber nicht. Und Giants hat eine ziemlich gute Plattform. Es gibt einen Modder, der versucht, was draus zu machen mit der Mining und Construction hier. Und von daher, warum soll man das nicht testen? Wenn man Spaß dran hat, dann ist alles gut. Wer von euch Spaß dran hat, der lässt das Däumchen nach oben da und schreibt uns auch mal was Schönes in die Kommentare. Und dann denke ich, haben wir in dem Projekt auch wieder ein bisschen Spaß und vor allem auch der Freezy, weil nämlich das letzte Mal war es, naja, Freezy hat mitgespielt, aber es war natürlich nicht so cool, weil er hat keine Füllstände gesehen. Wir mussten den Server, ich musste den Server hosten, wir konnten nicht auf Didi spielen, er hatte ja in dem Sinne dann auch keine Rechte, also nur das, was man halt auf normal, wenn man hostet, halt einräumen kann. Und ja, das ist halt blöd, geldverwaltungstechnisch hat man kein Gesamtkonto und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, wird das jetzt hier besser laufen. Ja. Ja. Wo du das gerade ansprichst, soll ich mich mal als Admin einloggen. Ja. So, was wir jetzt als allererstes machen, ist natürlich in die Mine. Da ein bisschen die Tailings. Ne, was war's? Das Soil holen wir jetzt hier. Ich bin gerade schon unten. Ja. Du musst jetzt halt nur mal gucken, wo wir hier lang müssen, ne? Hat sich ja alles geändert hier. Hat er umgebaut, die Mine? Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir das jetzt holen sollen. Okay, krass. So. Genau, um aber Säue, um Gold zu produzieren. Ja, Moment, ich schau mal ganz kurz. Oh, hier hat er auch ein. Nee, oder? Ach doch, hier ist eine Brücke hingekommen. Glaube ich, war vorher auch nicht. Das sah nicht so aus. Naja, wir schauen mal. So, jetzt sind wir erstmal hier oben. Einen Radlader haben wir noch. Wir haben noch einen. Ich hoffe, wir müssen schon dran machen. Die Waschanlage hier, die gab es das letzte Mal schon. Genau, hier haben wir noch die Produktionsstätten. Hier können wir Limestone. Wow, hier können wir Limestone hinbringen. Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier rangehen, wird es auch angezeigt. Limestone und Fuel ergibt eben Zement. Ne, das ist immer das ist immer schön. Stone können wir auch erstmal machen, dann wird man Stone Powder, Sand und Gravel, Gravel rauskriegen. Ja, können wir gleich mal ein paar Hänger voll machen. Tailings ist ein Abfallprodukt von der Goldproduktion. Soil und Water. Achso, wir haben gar keinen Water-Tank, aber den können wir uns doch kaufen. Da kriegen wir Gold und Tailings raus, genau. So, was hat man hier drüben? Ach du Scheiße. Kohle, Sand, Gravel, Stone Powder, Rubber, Tar, Riversand und Produkt ist Asphalt. Achso, hier können wir Asphalt produzieren. Hier können wir Tatfenent, was ist Tatfenent überhaupt? Teer, ne? Glaube ich. Ich glaube, es ist Teer oder sowas. Du fragst mich, Sande. Ja, also es ist wieder reichlich zu tun. Dann haben wir hier noch was Kleines. Oh, geilo. Und zwar Tailings, Water und Fuel. Und dann kriegen wir Stone Garden und Gravel. Frage, was machen wir mit Stone Garden, ne? Ist es noch nicht so. So, hast du die Anhänger jetzt schon unten oder was? Ja, ich habe hier den Kramper, habe ich unten. Komm mal mit meinen Einachs, drei Seitenkipper auch noch runter geschneckert. Ja. So. Ach ja, Mining and Construction, ey. Ich freue mich wieder. Das Projekt kam damals sehr, sehr gut an. War auch sehr beliebt gewesen und wir hoffen einfach mal, dass es in dieser schweren Zeit des Landwirtschaftssimulators nein, Spaß. einfach auch wieder gut ankommt, dass euch das wieder gefällt. Und so einige Sympathisanten wieder hat. Das wäre echt schön. Liegt auch, also wir schmeißen die Videos in die gleiche Playlist, wie wo wir damals schon auf der V4 war, das V04, glaube ich. Jetzt sind wir auf der V09, also theoretisch steht ja auch bald, wenn die V091 oder 2 nicht noch kommt, eigentlich ein großer großer 1.0 Release an, ne? Mal schauen, ob der Modder sich da irgendwas Besonderes einfallen lässt, ob er da vielleicht nochmal einen dicken raushaut. Man weiß es ja nicht. So eine Statue von uns zwei. Schon wieder eine Statue? Ja, Tom macht das ja nicht. Nee, das stimmt. Ey, wie geil ist das denn? Wir haben es uns natürlich auch wieder ein bisschen
schwerer eingestellt hier, dass man gerade mit den Schalten und hier hochfahren, dass die Gewichte auch eben realistisch sind und so weiter, dass man einfach das hier ein bisschen, das einfach ein bisschen schöner ist, ne, auch ein bisschen mehr Spaß haben. Und wenn es halt mal eine Minute länger dauert, ja, mein Gott, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Guck dir das mal an, Alter. Das hat er echt schön gemacht. Komm her. Was ist denn? Hier unten beim Säul. Wenn du hier unten... Hallo? Bin mir nicht sicher, ob ich hier runterkomme. Doch, doch, komm mal runter hier. Ist Kohle? Wie bist du denn jetzt da lang gekommen, Alter? Aber hallo, Geheimweg. Du bist doch da runtergefallen, oder? Nein, da ist ein Weg, du Blobs. Ja, ja. Jetzt guck mal, ja. Guck mal, pass mal auf, guck mal. Du fährst hier lang, ne, das ist alles Säule hier, was hier steht. Und jetzt pass auf, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Es geht weg. Ja, na klar. Ja, du kannst das abtragen, ja? Ja. Irgendwann ist die Mine erschöpft hier. Nee, der produziert da vorne immer neu. Wo? Oh. Da, dieser gelbe Bagger, der da in der Mitte steht. Der hat da so Anzeigen. Die füllen sich langsam wieder. Der bohrt das, glaube ich, frei da. Wo hat denn die Anzeigen? Vorne, direkt vorne dran. Warte, ich zeig das mal. Oh. Hier. Zack. Ach so. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht was hinbringen musst, vielleicht Sprit, damit der hier weiter produziert oder so, aber keine Ahnung. Weil hier sind ja auch so grüne, keine Ahnung, was hat hier das Markierstöckchen. Ja, ist egal, wir haben auf jeden Fall 1,4 Millionen Säule erstmal. Ja. Ich denke, damit kommen wir ein Stückchen hin. So, okay, cool, sehr cool. So, soll ich dir da hinten nochmal deine Butze da voll machen? Dann machen wir die Plane ab. Geduld, mein lieber Herr Gesangsverein, ne? So, Moment, ich habe aufgerollt. So, dann kannst du mal starten hier. Wie passt denn da rein in deine Kutsche da? Ey? Genügend. Genügend. So, ich guck schon mal, was für ein Wasserfass für uns in Frage kommt. Geh mich oben, damit wir länger Spaß dran haben. Ey. Problem ist, wir brauchen erstmal ein Wasserfass, was wir ziehen können. Ne? Leck mich mal am Arsch, du. Der macht da doch zwei rein, ne? Was soll denn das? Wir nehmen mal die mittlere Variante, hä? Das mit 22.500 Litern? Ja. Oder was ist denn der stärkste Trecker, den wir haben? Das ist der T7, 288 PS. Gut, der sollte eigentlich auch das große ziehen, das 30.000er. Denke ich, das kann man machen. Blau für Wasser. Oder Räder kriegt da Überladerohr. Ist das Ding voll nicht. Oder passt da noch was rein? Es reicht, ja? Ist voll. So, Moment. So. Fahr das mal hoch, ne? Ja. Ich glaube sogar, man kann da mehrere aneinander hängen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, da passen zwei Schaufeln rein, das ist das Ding voll. Ey, 12.500. Der hat aber eine große Schaufel, Alter. Was ist? Als wenn du so ein Typ wärst, weißt du, der Mutterboden kauft, so kleine Anhänger. Ja. Kleiner Anhänger, Junge. So klein ist der mal gar nicht. Das ist ein ganz schönes Teil, ne? Hat auf jeden Fall was. Na klar. Soll drin. So, sehr gut. Die erste Ladung wird geliefert. Ich überlege gerade, er hat hinten noch Anhängekupplung dran. Ich glaube, ich kann auch zwei von diesen Dingern dranhängen. Wie teuer sind die denn? Nicht teuer. 3.000 oder so? Ja, Kauf. Ich glaube, der war nicht so teuer. Wir haben da natürlich den Ground Response drauf und ich weiß gar nicht, was noch. Ja, hier bist du mit dem unebenen Boden und den ganzen Fasching eben, ne? Boah, Bugge, Bugge vorne. Jo. So, dann moderieren wir die erste Folge ab.
Moment. Versuche hier gerade. Ja. Alter. Ja, jetzt. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, haut das Däumchen raus, wenn ihr Bock auf das Projekt habt, wenn ihr mit uns hier ein bisschen Spaß haben wollt. Natürlich gibt es die Map ganz normal bei Modhoster zum Runterladen. Kann sich jeder holen, funktioniert auch. Wenn ihr Mods habt, schreibt sie uns bitte. Das wäre super nett. Und wir gucken uns alles an und testen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.